wir hatten uns heute einiges vorgenommen, haben wieder einiges ausprobiert, haben den einen oder anderen Spieler wieder eine Chance gegeben heute. Und ja, die ersten 30 Minuten haben mir eigentlich gar nicht gefallen. Das Spiel nach vorne war nicht gut von uns. Wir haben es viel zu kompliziert gestaltet, haben im Zentrum viel zu viele Ballverluste gehabt, unnötige Ballverluste. Und ja, wie gesagt, ab dann machten wir das 1-0 und dann ist es einfach einfacher geworden. Und dann haben wir auch die Laufwege gemacht, die ich wollte. Ich wollte, dass wir vorne die Räume gut anlaufen. Dann sind die Pässe auch da reingekommen und so haben wir dann, glaube ich, auch dann die Tore geschossen. Ich bin im Prinzip aufgrund der aktuellen Situation gar nicht unzufrieden. Nach 2 Trainingseinheiten mit insgesamt 10 neuen Spielern. Ergebnis zwar relativ klar. Ich denke mir, hätten wir unsere Torchancen genutzt, hätte das Spiel auch etwas enger ausfallen können. Und aus dem Grund bin ich jetzt nicht so unzufrieden und nehme einfach die Eindrücke mit gegen eine sehr eingespielte Mannschaft. Und wir wissen einfach jetzt für die nächsten 5 Wochen, was wir noch zu tun haben. Anfang der zweiten Halbzeit machen wir dann schnell dann die Tore zum 4-0 und 5-0. Und ja gut, dann ist so ein Spiel dann auch, glaube ich, durch. Dann fällt die Körperspannung so ein bisschen ab. Aber im Endeffekt müssen wir natürlich zufrieden sein. Wir haben heute auch gegen einen Kreisliga A-Club aus der anderen Gruppe 5-0 gewonnen. Und ich glaube, da können wir einfach zufrieden sein zum jetzigen Zeitpunkt der Saisonvorbereitung. Ziel ist es als erstes natürlich mal, die 10 neuen Spieler zu integrieren, eine Einheit zu finden und auf jeden Fall ein wesentlich besseres Ergebnis noch als letztes Jahr. Wir waren Achter. Ich würde auf jeden Fall gerne weiter nach oben kommen, auf jeden Fall unter die ersten 5. Ja gut, wir haben letztes Jahr ein wirklich schwieriges Jahr gehabt und deshalb sind wir da natürlich ein bisschen vorsichtiger geworden jetzt oder wollen ein bisschen vorsichtiger sein. Es kann so viel passieren, es gibt immer wieder Verletzungen, dann Urlaube, die Jungs hier, das Kreisliga A, die sind oft weg dann auch und deshalb ist das schwierig. Ich glaube, wir wollen einfach gesichert stehen, schnell gesichert stehen, dass wir nicht so einen Druck haben, wie letzte Saison teilweise dann aufgekommen ist. Und ich glaube, das sollte das Ziel sein hier von Rot-Weiß-Stiepel. Wir arbeiten hier viel mit jungen Leuten aus der eigenen Jugend und das muss das Ziel sein, die weiter ranzuführen. Und ja, wie gesagt, ein genaues Ziel kann ich da nicht ausgeben. Ich möchte nur so früh wie es geht, nichts mit dem Abstieg zu tun haben, weil den Druck, den muss ich mir nicht geben und den braucht, glaube ich, auch hier im Verein keiner.